Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Das ist eigentlich das wichtigste Auto von der Broker-Serie. Das ist ein Baujahr 1979. Das ist die Fahrgestellnummer 018. Das ist eins von den 5 Werksautos. BMW hat immer 5 Werksautos gestellt, plus ein Ersatzauto. Wenn irgendwann von den Werksautos nicht gegangen ist, dann hat es ein 6 Auto gegeben. Aber das ist das 018 Auto, wo praktisch der exklusiv der Nelson Piquet gefahren ist. Der dreifache Formel 1 Weltmeister. Mhm. Und immer gesagt hat, das ist das beste Auto, hat immer den besten Mechaniker dazu gehabt. Und das Auto wurde praktisch nach der Broker-Serie verkauft an einen Amerikaner. Okay. Das Auto wurde komplett wieder restauriert. In Deutschland wieder. Der hat das rübergeschickt nach Deutschland wieder zum Restaurieren. Das Auto war fertig restauriert. Das Drama war halt das. Nach der Restaurierung hat er praktisch, das war eine kleine Werkstatt, ist es so, dass der einen Holzhofer drin gehabt hat. Mit dem Holzhofer hat es einmal einen Funkenschlag gegeben oder eine Verpuffung gegeben, war kein Mensch da und dann hat das Auto wieder komplett verbrannt. Nee, das ganze Ding stand. Jetzt habe ich aber das, durch das, dass das verbrannt ist, das Auto, das hat ja damals schon einen Wert gehabt von 200.000 Mark. Ja. Was ich mir nie kaufen konnte. Und ich habe praktisch wieder eine Beziehung gehabt zu jemandem, der wo den gut kennt, hat er gesagt, du, ich muss schnell kommen. Du musst das Auto holen, weil von der Siedlung ist es frei geworden. Das ist ja nur ein Schrott. Dann habe ich das Auto geholt, über Nacht, und habe praktisch das Versicherung praktisch auslesen müssen. Das war damals 10.000 Mark. Scherz, war es aber wirklich nur der Rahmen. Gut, aber die Fragestellnummer, der Brief, ne? Wie kannst du nur so ein Auto kaufen? Ich habe gesagt, du, irgendwann ist das Auto mal was wert. Mhm. Auf alle Fälle, und seitdem habe ich es da und seitdem restauriere ich das Auto. Aber alles kleinweise, weil viele Sachen kaputt gegangen sind, die wo man nicht mehr ersetzen kann, die sagen, warte halt immer drauf, dass ich die Teile in Original wieder bekomme. Und habe mittlerweile alle Teile bekommen. Einschließlich Motor, einschließlich Getriebe, ist alles 100% original. Und das wird jetzt schon langsam fertig gemacht und nächstes Jahr ist er dann fertig. Die Teilsachen machen das und so, da brauche ich dann schon im Winter nochmal dazu, da brauche ich eine Ruhe dazu, das fertig zu machen. Da sind die ganzen Teile schon lackiert halt. Und BB hat da hinten das Auto auf ein Foto gemacht, hat aber nur nochmal Schriftzug aufgemacht, BG, hat aber nichts mit BG zu tun, sondern das Originalauto ist das da. Und das ist so, dass das, ja wie gesagt, das wichtigste Auto ist eigentlich noch ein Lauda-Auto. Ja. Lauda-Auto hat, ich muss ja sagen, das sind irgendwie dieselbe Ebene. Aber wertvoll ist dieses Auto noch, weil es ein Werksauto war. Immer ein Werksauto hat immer einen höheren Stellenwert als ein Privatauto. Und Lauda-Auto war ein Rondelles-Auto, Privatauto. Und das ist halt so, dass man sagt, er hat ja praktisch den Vorteil gehabt, Lauda, dass er bei Rondelles gefahren ist und ist er nur in Einsitz bei Rondelles gefahren mit dem Broker und ist gleichzeitig Alfa Romeo gefahren und praktisch den Brabham Alfa. Mhm. Der Brabham Alfa war eigentlich ein schlechtes Auto, aber Lauda hat es fertig gebracht, dass er praktisch Rondelles damals das vermittelt hat, dass er praktisch da das exklusiv fahren darf, das Privatauto. Mhm. Und Rondelles hat nicht alles daran gesetzt, dass der Lauda immer das beste Auto hatte. Ja, klar. Rondelles hat er praktisch nur mit BMW überlebt damals, weil die waren pleite eigentlich. Aber BMW hat denen so viele Aufträge zugebracht, dass die Autos zusammenbauen durften. Und ich muss jetzt sagen, das waren 10, 15 Autos an der zusammenbauen bei Rondelles. Und das hat ihn überlebt eigentlich. Und das hat er praktisch dann Lauda. Und der ist auch den Sporn von Marlboro gebracht. Mhm. Wie gesagt, ist es so, dass er praktisch Lauda ist mit dem Auto gefahren, hat die Serie gewonnen, 79. Und mit dem Hintergrund, dass er praktisch Marlboro an Rondelles weitergebracht hat. Mhm. Und das war ein riesen Sponsor, da man sagt, unbezahlbar eigentlich. Aber durch das hat er praktisch immer das beste Material bekommen, Lauda. Mhm. Lauda hat sie ja immer
der war so clever und hat immer gesagt, du, ich höre, wir müssen da unterfahren. Der hat heimliche Tests gemacht. Man muss sich das vorstellen, wenn du einen heimlichen Test machst, bist du König. Damals war es nicht so schlimm, weil einfach die Arzt relativ gleich waren. Aber lauter sucht sie immer den maximalen Vorteil. Mhm. Er war sicher nie der beste Fahrer der Welt, aber er war immer der cleverste der Welt. Der Schlauste, ne? Ja genau, das glaube ich mir auch. Wenn man das anschaut mit dem Prost im Vergleich, ja, Prost war vieles besser. Mhm. Aber lauter hat sie praktisch das Team hinter ihm so zusammengesucht, dass er gesagt hat, das funktioniert für mich persönlich. Und der Lauter hat nichts weitergegeben an technischen Sachen. Der hat immer das für sich selber behalten. Okay, ja. Er weiß einfach, wie er immer, ob das jetzt, der Lauter hat ja praktisch den Mut, sich mit Bäumen anzulegen, wie praktisch die Schubumkehr nicht funktioniert hat. Ja, genau. Genau, ja. Ja, oder wie er zu Ferrari gekommen ist und gesagt hat, das Auto ist Schrott, was sich nie jemand getraut hätte zu sagen. Ja, aber er hat das einfach fertig und er hat da praktisch so viel Wissen und Leid gehabt und immer gesagt, du, der ist ein Mechaniker gut, der ist ein Ingenieur gut und ähnlich wie Schumacher. Schumacher hat eigentlich auch von dem gelebt, dass er sich immer die besten Leute gesucht hat und auch gefunden hat. Mhm. Er hat immer das beste Team. Das ist auch eine Gabe, ne? Genau, es ist immer Vettel. Die sind nicht die Besten gewesen der Welt, aber Schumacher sicher. Aber wenn man sagt, die haben einfach das Fertig gebracht, dann man sagt, du, was brauche ich, um gewinnen zu können? Mhm. Macht das gab ja damals zum Beispiel super Fahrer, auch wenn du schaust, James Hunt, der war ein super Fahrer. Mhm. Aber der James Hunt war nur wichtig, welche Frau er abends haben konnte. Und für das hat er den ganzen Tag sich Gedanken drüber gemacht. Talent hatte er wahnsinnig, ja. Ja, ja, genau. Aber das sieht man, ne? Da gehört, um Champion zu werden, gehört so viel dazu. Ne? Rennstrategie, also das Team zusammenstellen, gut fahren. Da gehört halt mehr dazu als nur ein Baustein. Ne? Das sieht man immer wieder. Und das merkst du überall. Ob das im Beruf ist oder in dem Sport ist, du musst gewisse Voraussetzungen erfüllen. Und wenn du die erfüllt hast, dann kannst du sagen, das und das kann ich erreichen damit. Mhm. Und die sind. Meistens sind sie doch, erstens sind es die, wo wirklich gut sind, die sind lauter Egoisten, die gehen über Leichen. Ja, das stimmt. Und für denen zählt nur eins, der eigene Erfolg und das eigene sich präsentieren. Ja. Und du kriegst ja von den Leuten nichts. Wenn du zum Beispiel Lauter schaust, von Lauter hast du nicht eine Flasche Cola gehabt, du hast 6 Tage Cola zusammengesoffen, wo du angeschaut bist. Also gibt es ja viele Parallelen. Ja. Ich meine, die sind alle, die Superstars sind die Egoisten, die sagen alle, nur ich gebe mir was. Ja. Ja. Ich muss nichts geben dafür. Ja. Also, das ist ein fantastisches Auto. Was wird das mal wert sein, wenn es fertig ist? Für mich ist es der Wert, wenn ich da in der Früh rausgehe und schaue das Auto an und sage, das möchte Nelson Piquet gerne zurückkaufen. Der hat ja dieser dreifache Weltmeister, der hat dieser. 1000 LKWs in Südamerika, da könnt ihr das alles leisten. Ja, aber da gibt es keinen Preis dafür, da einfach sagt, das interessiert mich gar nicht. Aber hat er schon mal Kontakt auch? Also hast du Kontakt zu ihm? Jeder hat schon mal gefragt, der Berger war, der hat wieder gefragt, ob er mit dem Auto, ob er das Auto kaufen könnte. Also, ich verkaufe das Auto. Gut, es gibt immer Situationen, wo ich sage jetzt so, ich brauche dringend Geld, ja. Das ist auch klar, da muss ich sehr gehen. Aber ich muss jetzt sagen, solange es irgendwie möglich ist, da ich alles andere verkaufe, heute ist es natürlich. Ja, klar. Und wie gesagt, das war für mich kein Problem, vor 10 Jahren das Auto fertig zu machen. Habe ich gesagt, wenn das Auto fertig ist, möchte ich ja nicht fahren damit mit dem Auto, sondern einfach das Auto nur hinstellen, damit ich sage, du, ich möchte nicht, dass das nur mal total kaputt ist oder was. Ja, das klar. Ist nicht wertvoll. Ja. Man hat andere Autos, wo man sagen kann, ja, das kann man genauso verwenden. Ja. Und von der Qualität ist das nicht das sicher das beste Auto. Das ist ja so, dass das durch das, dass es ja verbrannt ist und die ganzen Teile original noch drin sind, ja, ist ja das weich, das Auto. Jedes Auto wird nach einer bestimmten Fahrzeit weicher, bewegt sich mehr. Ja. Die meisten machen das so, wenn sie einen Unfall haben, machen sie alles neu rein. Durch das wird das Auto immer besser, weil es wieder stabiler wird. Mhm. Und die ganz extrem guten Autos sind ja die neu gebauten Autos. Die sind nicht einfach, wie man vor 40 Jahre dazwischen. Der Stahl ist besser geworden, die Mechanik ist besser geworden, die Maschinen sind besser geworden, die Präzisionsmaschinen, die Motoren sind besser geworden, alles ist besser geworden. Und das ist halt alles Original Standard 78.
Und das ist das. Ich habe halt die ganzen Autos von mir sind so, dass man sagt, wir waren vor 15 Jahren waren wir die schnellsten. Mhm. Weil ich einfach gute Erfahrung gehabt habe von den ganzen Sachen. Und die anderen mussten sich erst wieder rantasten an das. Was auch so wieder ist, dass das nur ein kurzer Vorteil war. Weil heute jeder alles nachbaut neu. Mhm. Und wenn du was Neues baust, bist du immer schneller, immer besser, da hast du keine Chance mehr. Und jetzt sind wir die langsamsten. Aber ich will nicht, dass ich aufrüste und sage, du, ich möchte das schnellste Auto in der Prokart-Szene nochmal haben, in der sogenannten, sondern für mich ist wichtig, die Originalität. Ich sage jetzt, du, so war es ja damals und ich muss nicht mehr gewinnen, ich muss nicht mehr beweisen. Ich habe super Fahrer, wenn ich da sage, du, komm vorbei, dann fahren die für mich. Mhm. Da haben die auch eine Freude dazu, zu fahren mit ihrem Original-Auto nochmal. Ja. Und es gab ja zum Beispiel einen Nigel Mansell, der konnte praktisch vom BMW, war mal so ein Fahrer-Meeting oder wie man sagt, irgendwas so eine Fahrer-Präsentation oder Autopräsentation, da war unter anderem auch Nigel Mansell eingeladen, da gab es die ganze Palette von Autos vom BMW, wo man fahren konnte. Mansell war so, hat gesagt, an dem Auto, ihr könnt alles fahren, Le Mans Auto, alles, ich fahre nur mit ihm, weil das ist das Auto, mit dem, wo ich fahre. Nicht die Autos, wo mit dir fahren. Ja, ja, hier ist. Weil heute ist es genau das, was sie am dressierten Affen nehmen. Hm. Wenn du gut dressierst, dann kannst du dich fahren lassen damit. Weil einfach alles Fahrhilfen, alles da ist. Ja. Und das wird einfach, heute ist das nur noch alles eine Show. Mhm. Alles Show. Und das ist so, dass die Autos, die sind, wenn du sagst, du kannst den letzten Fahrer von der Formel 1 zum Beispiel hernehmen, dann gibt es denn das beste Auto, das ist genauso schnell. Es gibt halt nur, wen kann ich wie verkaufen, mhm. wie mit allen. Mhm. Und das ist halt der Unterschied zu früher. Früher musstest du, wenn du gerade in Monaco kommst, jetzt waren die Hände blutig vom Schalten in den Formel 1. Mhm. Und heute, wip, fertig. Das stimmt. So. Fritz, was haben wir hier? Das ist, wo ich wahnsinnig stolz drauf bin, dass ich das Auto habe. Das ist so, habe ich nicht nur durch den Stuck bekommen die ganzen Teile und den ganzen Schrott. Und zwar ist es so, dass das Auto ist von 1000 Kilometer Nürburgring. Das ist das einzige Mal, dass BMW einen Langstrecken-Weltmeisterschaftslauf gewonnen hat mit einem M1 Gruppe 5. Mhm. Und das war so, dass die Stuck und Piquet waren am Nürburgring dermaßen schnell mit dem Auto. Und damals ist der Herbert Müller tödlich verunglückt und die waren genau in diesem Zeitpunkt in Führung und die anderen waren beim Boxenstopp und dadurch wurde das Rennen abgebrochen und dadurch war praktisch BMW das ist Siegerauto von Nürburgring. Aber das ist das Original, ne? Das ist kein Nachbau. Original. Es gibt nur zwei Autos auf der Welt von diesen, weil dieses Auto und in der Schweiz hat ein Auto. Ich habe die Baustelle Nummer 02, ist von Sauber gebaut und hatte praktisch einen Totalschaden in diesem Auto. Da sind die Fotos. Da ist die Stuttgarter schon in der Nacht gefahren, da ist ein Flit ausgefallen. Da hat es gerade eine halbe Auto angerissen, wenn man schaut. Und nur deshalb, weil das Auto ein Schrott war, habe ich wieder das bekommen. Ja. Das hätte das Auto nie gekriegt. Und der Stuttgart hat mir das da wahnsinnig geholfen und hat gesagt, ja, ich besorge den ganzen Teil ja alles. Und Stuttgart ist auch mit einem bestimmten Prozentsatz der Teilnehmer. Die Teilnehmer. Beteiligt. An dem Wagen hier. Ja, okay. Und ja, gut. Aber ich muss jetzt auch sagen, das ist auch was mich wahnsinnig stolz macht. Klar. Baust du den wieder Auto auf? Haben wir praktisch nur mal gebaut. Also in Erkenntnis von dem Auto haben wir schon mal ein extremes neues Auto gebaut. Mit den ganzen übrigen Teilen, wo man über viele Teile, wie so viel sammelt, dann hast du viele Teile doppelt. Ich habe mir gerade nur mal ein zweites Auto im Bauchfahrzeug. Ah, okay, aber das hast du auf einer Original M1 Basis aufgebaut? Oder? Das ist dasselbe, nein, das ist dasselbe Rahmen, alles gleich. Wir mussten praktisch, um den Rahmen wieder herzurichten, mussten wir so viel Leeren machen und Formen machen, dass man praktisch das zweimal verwenden. Zweites Auto übrig also, geblieben ist. Und ich habe, wenn ich sage, ich habe ein Originalauto, darf ich mir ganz einfach ein Auto nachbauen, ein Ersatzauto, um das Original zu schonen. Ja. Also wenn wir irgendeine Veranstaltung fahren, dann fahren wir mit dem Auto und das lassen wir stehen. Das ist ja üblich auch in Le Mans. Ja. Du kannst, wenn du praktisch ein Originalauto hast, kannst du einen Dummy dazu bauen.
Unglaublich. Und da steht schon drauf, Brun. Der Brun ist damals gefahren, aber der Brun war damals der Besitzer. Ja. 81. Die sind gerade Bauarbeiten, aber man entdeckt hin und wieder auch nochmal ein M1. Kann man das sehen? Und da liegt. Oh Gott, das gibt's ja nicht. Fritz, Mensch, du. Weißt du, dass da unter dem Holzhaufen auch noch ein M1 liegt? Ja, ja. Du hast einen Latte Originalteil noch, so Rahmen, Dachkonstruktionen. Musst du ja eigentlich jährlich fürs Finanzamt eine Inventur machen? Ja, keine Firma. Ah, das ist gut. Das macht das alles privat. Das macht vieles einfacher. Und wenn du mal darauf schaust, du kannst ein bisschen darauf gehen, dann siehst du, dann alles im Einzelteil. Dick, du bist. Es ist so, dass ich alle Teile nicht mehr genau weiß. Aber die meisten weiß ich schon, die wichtigen Sachen weiß ich schon. Aber jetzt sind wir halt dabei, irgendwie alles neu zu ordnen, zu sortieren. Aber es dauert 5 Jahre vielleicht. Aber dein Sohn, der macht ja jetzt auch eifrig mit. Ja, mein Sohn, der macht es, aber der macht mehr die Autos. Liegt hier noch irgendwas von Andy Warhol, was lackiert wurde? Ja. Das wäre auf jeden Fall viel wert. So, dass, ich habe da jemanden gekannt, die wurde jetzt. Damals ja, war es leider nicht möglich. Da, das ist so, dass da, um zu BMW reinzukommen, war unheimlich schwierig. Ja. Ich konnte zwar schon mal bei BMW Autos anbauen, ein paar Monate das Le Mans Auto, das Wirte-Auto. Das habe ich in der BMW drin zusammengebaut mit einem Mechaniker. Fritz, das ist ja hier wirklich ein Schatz. War interessant. Das ist der erste Prototyp, was Lamborghini für BMW gebaut hat. Der allererste Prototyp vom M1. Der steht hier. Das siehst du hier. Und das ist aber Clean Energy ist irgendwie so ein Witz, oder? Das ist wieder ganz was anderes. Okay, ja, gut. Schau mal her, das ist so die Fahrgestellnummer. Normal hat der Fahrgestellnummer der BMW, der Originalauto, da vorne drüben rechts drin. Ja. Und das war, wie gesagt, weil der Vorserien-Prototyp war, ist halt hier die Fahrgestellnummer. Das Auto unterscheidet sich von den Original M1 durch ungefähr 50 Details. Mhm. Das geht beim Motor los. Der Motor hat praktisch einen höheren Kopf und niedrige Steuergehäuse. Hat er weniger Leistung gehabt und da haben sie praktisch einen Kopf noch mehr geändert. Und dann haben sie praktisch statt 250 PS 277 PS rausgebracht. Und das war ihnen halt wichtig. Hat Magnesiumfelgen, hat praktisch Radträger, alles ist noch von ganz alten mehr prototypmäßig, also in Grobschnitt zusammengebaut. Wenn man da hinten reinschaut, das ist das originale Faltrad. Der hat hinten den Rahmen nach hinten, wo man das schon noch zerlegen konnte. Hat das originale ZF-Getriebe damals schon. Und ja, ist eben in dem Zustand, wie er praktisch als erstes gebaut wurde. Aber hat natürlich nachher praktisch der Rahmen wurde in Detail nochmal aus Sicherheitsgründen verändert, dass man praktisch bei Crashtests hat man herausgefunden, dass er zu schwach war von Lamborghini. Dann haben wir praktisch eine größere Steifigkeit eingebaut. Okay, und das Auto hier ist aber bei Lamborghini zusammengebaut worden? Wie gesagt, es gibt nur das eine Auto. Und was wir als Gag machen jetzt, das Auto verwenden wir jetzt und machen ein Wasserstoffauto. Wir fahren dann mit nächsten Jahr mit Wasserstoff. Wir bauen den jetzt um. Da man sagt, was ist technisch möglich? Technisch möglich war das von 1995 schon, hat BMW aufgehört mit Wasserstoff, weil die haben ein fertiges Auto gehabt, den sehen wir. Und das machen wir jetzt nur mal original. Du musst ein Drittel ungefähr vom Motor ändern und dann kannst du mit Wasserstoff fahren. Und was wir machen, das ist ja so, dass wir den grünen Wasserstoff machen. Wir haben ungefähr 40, 45 kW am Tag Solarzellen drauf. Aha. Und wir produzieren den Wasserstoff selber an Ort und Stelle und okay. Fahren dann mit diesem Auto einfach bla 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 ein bisschen rum. Wie viel? Keine Ahnung. Auf alle Fälle, es geht ja nur um das, dass man sagt, man macht das. Und das ist ja halt abgesagt von dem, dass man sagt, der beklebt den so wie der neue BMW, der wo mit Brennstoffzelle fährt, der hat das neue ähnliche Design. Ja, okay. Das haben wir verwendet einfach für den uralt, das war ja 1977, muss man sich vorstellen. Ja.
Und ich bin davon überzeugt, dass wir das fertigbringen mit dem Wasserstoffauto so zu fahren. Weil ich habe ein paar Ingenieure, die wo damals bei BMW das gemacht haben, die sind jetzt in Ruhestand, die helfen mir halt da dabei. Ja. Selber kennt ihr das immer. Weiß BMW das auch? Also, nein. Gar nicht. Interessiert sich auch nicht. Ja, okay. Linde, haben die damit irgendwas zu tun? Linde ist, wo dann man sagt, von denen kriege ich dann irgendwie Gasflaschen und Zeug. Ja, okay. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.